Die slawische Wanderung verlief anders als die germanische. Während einerseits Völker Gentes mit Anführern anzutreffen sind, fehlt das bei den Slawen. Sehr oft werden für diese Wanderung deshalb auch Begriffe wie Einsickern, Unterwandern oder Infiltrieren verwendet. Bis heute tut sich die Forschung mit den frühen Slawen schwer. In den frühmittelalterlichen Quellen zwischen Ostsee und Ägäis taucht immer wieder der Begriff Sklavi bzw. Sklaveni und Venedi auf. Beide Begriffe bezeichnen anscheinend denselben Stamm. Slave dürfte eine Selbstbezeichnung sein, was so viel wie des Wortes Mächtige bedeutet. Ihnen gegenüber stehen die Nemzi, die Stummen, die woraus das slawische Wort für Deutsche wurde. Wenden bzw. davon abgeleitet Windische ist hingegen eine Fremdbezeichnung, die sich von den vorzeitlichen Venetern ableitet. Während die Sprachwissenschaft eine ähnliche frühslawische Sprache findet, entdeckt die Archäologie völlig unterschiedliche Überreste. Kurz nach 500 gibt es erste schriftliche Quellen. Ab den 530er Jahren kommt es zu Slaveneinfällen an der unteren Donau. Der Historiker Prokop berichtet diesbezüglich von den verschiedenen Martern, die sie römischen Gefangenen zufügten. Die Sklavenen, so Prokop, lebten weit voneinander getrennt in armseligen Hütten und wechseln häufig ihren Wohnsitz. Sie kämpfen zu Fuß und führen dabei Schild und Lanze. Manche besitzen nicht einmal ein Hemd oder einen Mantel, sondern tragen bloß Beinkleider bis zu den Lenden. So werfen sie sich auf ihre Gegner. Ihre Lebensweise sei roh und primitiv. Sie seien voller Schmutz, allerdings keineswegs schlechte und bösartige Menschen.